herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zum Busbetriebssimulator. Hier wieder auf Microdaser TV mit eurem Busfahrer, dem Bio. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Ja, jetzt erscheint ein Update nach dem anderen hier für den Busbetriebssimulator, um das natürlich so schnellst wie möglich hier natürlich lauffähig zu bekommen. Der Multiplayer übrigens, der funktioniert immer noch nicht. Ihr seht es direkt vor euch. Das ist die Meldung. Also lassen wir es immer noch sein. Ich habe auch schon ein bisschen geguckt, ob man jetzt bei anderen Firmen jetzt irgendwie noch einsteigen kann. Aber wir sind ja immer noch Stufe 1 und ich will gucken, ob wir nicht in die Stufe höher kommen, indem wir so ein bisschen Singleplayer spielen. Und genau das machen wir nämlich heute. Wir testen heute den DLC jetzt mal richtig aus. Wir spielen heute den Karrieremodus. Wir laden. Jetzt so. Wie wir in der letzten Folge gesehen haben, haben wir ja die erste Karte. Wir haben unseren ersten Bus gekauft und wir haben uns ja soweit mit dem Menü hier erstmal ein bisschen vertraut gemacht, denke ich mal. Wir werden im Laufe des Spiels auf jeden Fall, des Let's Plays hier zum Betriebsbus-Simulator, noch ein bisschen was zu erklären. Weil es gibt noch Sachen, die ich noch nicht wirklich genannt habe. Und wenn ich jetzt nicht zu doll abgelenkt bin jetzt hier von OMSI, dann vergesse ich es hoffentlich auch nicht und ich kann es euch sagen. Aber wir fahren heute einen Dienstplan. Ich habe mir jetzt auch schon eine Mission angeguckt, denn es gibt eins nämlich zu beachten und das möchte ich euch zeigen heute. Also wir fahren nämlich hier unten X10 von Oskar-Heleneheim Terminus nach Schrockstraße Terminus Umlauf 2. Die Mission dauert 20, 25 Minuten so in dem Dreh, also wird heute auch die Folge sein. Die soll dann aber zukünftig dann natürlich nicht immer so lang werden. Wir wollen das natürlich ein bisschen kürzer machen. Also es soll ein richtiges Let's Play Projekt werden, so wie City Skylines aktuell. Ich mute es mir nochmal an, noch ein Projekt hier aufzunehmen. Ich hoffe, dass das nicht nach hinten losgeht. Denn ich finde diese Thematik einfach nur super. Und damit bedanke ich mich natürlich auch erstmal für alle eure Kommentare. Jetzt hab ich's. Und es ist natürlich die Frage, Nubi hat nämlich geschrieben gehabt, er ist sich immer noch unsicher wegen dem Preis von 25 Euro, ob sich das wirklich lohnt. Nubi, wir gucken es uns an. Vielleicht gefällt es dir nach dieser Folge und dann kannst du mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was du dazu sagst. Wir starten mal. Wir nehmen hier unten die Linie 623. So, im Depot sind wir X10 Berlin. Wir haben natürlich den Bus, den EMT Citaro Stadtbus. So, was soll ich euch sagen, da ich das jetzt zum zweiten Mal aufnehme, weil ich nämlich einen Fehler gemacht habe. Das ist ein spanischer Bus. Ganz toll. Hoffentlich werden wir damit noch zurechtkommen und das hinbekommen. Mit diesem Bus fahren. Jetzt wählen wir noch aus, was wir hier noch haben wollen. 12 Minuten dauern insgesamt die Fahrt. 10 Haltestellen haben wir. Und ja, wir werden natürlich später noch viel, viel mehr machen. Wenn wir das jetzt anklicken, bekommen wir bei optionalen Einstellungen noch mehr Möglichkeiten, zum Beispiel das reale Wetter. War ziemlich geil heute Morgen, wo ich das getestet habe, weil bei uns war hier nämlich immer noch alles verregnet, Sturm und hast nicht gesehen. Das war hier richtig drin in diesem Spiel. Das ist absolut geil, ja. So, wann willst du am Startpunkt anfangen? Da ich mich jetzt wieder ein bisschen eingespielt habe, reicht es 5 Minuten vor Abfahrt. Denn das Witzige ist, ich bin zu faul, mein Lenkrad wieder anzuschließen. Wir spielen das Ganze hier mit Tastatur. Ich hoffe, das funktioniert. Im ersten Durchlauf hatte ich keine Probleme gehabt. So, wir starten jetzt. Ich werde jetzt aber einen kurzen Cut machen. Sonst seht ihr nämlich alles, was im Hintergrund ist. Weil jetzt wechselt nämlich das Spiel, also das Programm in das Spiel. Und müsste doch meiner Meinung nach so sein. Also sehen wir uns hoffentlich gleich wieder. So, und da sind wir auch schon wieder. So sieht es dann aus, wenn ihr praktisch das Spiel denn startet. Also wenn ihr unten auf den Startbutton drückt, kommt eine Meldung nur noch, bitte warten Sie 90 Sekunden und alles sowas, bla. Dann wird geladen. Und dann sind wir hier in dem Hauptmenü von OMSI 2 wieder angekommen. Und oben seht ihr jetzt zum Beispiel Busbetriebssimulator, klicke jetzt auf Start. Und hier unten wird das sogar hier einfach hier nochmal ein Pfeil, drücke Start. Also nicht jetzt hier oben wieder diese Karte ohne Busse laden oder sowas. Lasst diesen Punkt hier oben an, den letzten Stand der Karte laden. Somit habt ihr genau diese Einstellung, die ihr jetzt benötigt, um diese Mission natürlich zu spielen, die jetzt in dem Spiel vorkommen. Und wir drücken jetzt einfach auf Start und jetzt wisst ihr, jetzt kann es eine Weile dauern. Ich habe zwar einen guten Rechner, aber trotzdem braucht OMSI ewig, bis der hier durchlädt. OMSI hat übrigens auch heute ein neues Update rausgebracht. Wer weiß, ob da ein bisschen was kommt. So, jetzt seht ihr schon mal hier links, Minimap lädt. Da wir ja gerade diese Meldung gelesen haben, von wegen, dass es ja einen riesen Ansturm gab, was ich mir gar nicht so vorstellen kann, aber ist wurscht. Ist die ja deaktiviert, die funktioniert nicht. Wir können. Oh doch, sie funktioniert. Das ging nämlich heute Morgen nämlich nicht. Sehr geil. Ja, gut, dann haben wir das hier auch drin, ne, in dem Bild. Und das finde ich gar nicht so verkehrt.
Wir werden das dann auch zukünftig so machen, dass wir immer zusammen in diesem Hauptmenü dann da rumfummeln, uns ein paar Missionen aussuchen und wie das denn zukünftig so machen, wenn es wirklich gut läuft, wenn mir das auch unheimlich viel Spaß macht. Denn ich bin ja sowieso ein rieser Omsi-Fan. Also da kann der Euro-Truck-Simulator noch so gut sein. An Omsi kommt nichts ran, in meinen Augen. Das ist auch das einzige Spiel bei Steam, was wirklich, alter Falter, was ich ewig lange gespielt habe. Und ich glaube, ich bin bei 113 Stunden oder sowas. Ist nicht viel, aber dennoch finde ich das für meine Verhältnisse doch schon relativ viel. So, stelle jetzt deinen Fahrplan ein. Jetzt haben wir hier die Karte, die können wir jetzt natürlich hier noch dementsprechend ein bisschen verschieben. Ja, es dauert immer noch so ein bisschen. Die Aktualisierungsrate, die Transparenz können wir hier noch so ein bisschen einstellen. Und Menü können wir hier auch noch. Wir können das hier alles noch so ein bisschen anpassen. Oben haben wir die Zeit, die hier läuft. Und wie viele Fahrgäste wir drin haben. Außentemperatur 23 Grad und Innentemperatur Bus 17 Grad. Dann haben wir oben noch ein Menü, wo wir die Fahrt abschließen können. Fahrplan anzeigen, Dienstplan anzeigen, Zielcodes anzeigen, EVOS-Codes. Wir können das Ganze auch ausschalten, wenn wir wollen. Wir können die Minimap ausblenden, wenn wir das wollen. Wieder anschalten natürlich, Kollision deaktivieren, was natürlich Schwachsinn ist, wenn wir hier natürlich ernsthaft jetzt natürlich fahren wollen. Und dann haben wir hier noch so ein bisschen Einstellungen und hier unten in Rot den Busbetriebssimulator beenden. Solltet ihr das machen, passt bitte auf, dass hier nichts schief geht, denn es kann nämlich sein, dass ihr dann nämlich Strafe zahlen müsst, weil ihr diesen Auftrag nicht gefahren habt. Wir sollen jetzt hier unten den Dienstplan einstellen. Wir gehen jetzt auf die Linie 623 und wählen jetzt die Route 2. Jetzt sind wir hier, Oskar Helinde Terminus und da. Den wählen wir jetzt. Auftrag ausgewählt. So, somit ist er unsers und wir können das jetzt hier ausschalten. So, wir schließen das Menü. So, und das machen wir jetzt auch noch zu. So, wir starten den Motor. Wir müssen jetzt natürlich erstmal kurz warten, bis das jetzt hier alles funktioniert. Der Printer, der startet. Und da seht ihr nämlich zum Beispiel alles, es ist alles auf Spanisch. Es ist auf Spanisch. Hallo, warum macht man es auf Spanisch? 18.05. Ich habe mich natürlich heute Morgen damit schon ein bisschen beschäftigt. Zum ersten Aufnahmezeitpunkt. So, jetzt hat er hier ganz... So, machen wir nochmal. 18.05. Enter. Das war der falsche Code. Sehr schön. Denn 9691, zack, jetzt haben wir die Nummer und jetzt habe ich es vergessen, 2623 und 623 und den Umlauf 2, somit haben wir das eingestellt, hier offiziell steht jetzt hier Stahnsdorf, was ist mit mir heute los hier, so, Hildegardstraße, das ist aber, glaube ich, meiner Meinung nach der richtige Umlauf, so, wir gucken nochmal hier oben rauf, Hildegardstraße. Stimmt. Somit starten wir den Motor. So, warten wir, bis hier alles wieder aus ist. Legen den Gang ein. Lösen die Handbremse. So. Und dann können wir losfahren. Es sollte jetzt eigentlich alles richtig eingestellt sein. Also ich hoffe es. Nach Hildegardstraße. So. Ihr seht natürlich unten wieder mein typisches Aufnahmefenster. Ich mache das jetzt mittlerweile jetzt immer so. Es nervt mich, dass er manchmal aufnimmt und manchmal nicht. Bandicam hat zurzeit auch so seine Probleme. Deswegen habe ich das jetzt so gelassen. Und könnt ihr natürlich auch sehen, wie lange wir schon aufnehmen. So, jetzt zeigt er uns aber das jetzt nicht richtig an, wa? Warte mal, wir werden mal das hier zusätzlich noch anmachen.
Tageskarte, bitte. Das hat sie gegeben. 7 Euro, 50 Cent kriegt sie wieder. So, ja, somit sind wir das erste Mal auf Tour. Wie gesagt, ich hoffe, das funktioniert hier und ihr meckert mich jetzt nicht zu doll an, dass das hier mit dem Lenkrad, dass wir das jetzt hier mit Tastatur spielen. Und. Ich gebe mir natürlich die größte Mühe, dass es hier halbwegs realistisch natürlich vonstatten geht. Natürlich fahren wir hier auch ordentlich, ohne zu crashen oder sonst irgendwas. Aber wir reden hier immerhin von OMSI und da solltet ihr mir nicht ganz zu böse sein, dass das mal nach hinten losgehen kann. Ist halt so. Das war ein bisschen zu früh. Da war der X10. Ich muss mal kurz was machen. Und zwar... Nicht funktioniert. Ich dachte, ich kann mal hier den Ton ein bisschen leiser machen. Aber leider hat es nicht geklappt. Toll. Ach so, ich glaube, ich habe den falschen Ton ausgenommen. Warte mal. Wir müssen es mal einstellen. So, Option. Ja, ist ganz gut, wenn sich das Fenster übersetzt. Interessant. Ja, weiß ich jetzt nicht, warum es jetzt so laut ist. Wie ist es doch denn, wenn hier Fenster offen ist? Ist es doch so extrem laut. Da stand ein Blitzer. Und der blitzt auch, ja. Also solltet ihr zu schnell fahren, der blitzt los. Wir haben eh Zeit. Wir haben genug Zeit, von daher passt das. Ist ja immer dieses 2-Minuten-Fenster, was man ja hier als Busfahrer immer noch so bewerten kann. Und auch wenn ihr 2 Minuten zu spät seid oder sowas, könnt ihr das immer noch, ist das immer noch im grünen Bereich. Alles, was danach kommt, wird dann wirklich erst gezählt hier in OMSI. Aber mittlerweile solltet ihr OMSI kennen.
Und diese typischen Omsi-Ruckler, die sind natürlich immer noch drin. Da kann man echt nichts machen gegen. Komm schon. Das war der richtige Betriebshof, den wir gewählt haben hier. Also, ist sowieso in meinem Augen der beste DLC gewesen. Wo kommt der näher? Bus einfach durchgeglitscht oder irgendwie? Kollege, fahr. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. S-Bahnhof Zehlendorf. Bin mal gespannt auf die Auswertung. Jetzt hab ich's. Was wir hier auch an Geld bekommen. Ist natürlich eine kleine Strecke. Sollte jetzt nicht so viel Geld bekommen. Aber es sollte was passieren. Nach dem Abschließen. So müsst ihr euch dann praktisch den Multiplayer vorstellen. Hallo. Hallo. Bloß, dass es dann halt alles nur noch online ist. Und das stelle ich mir einfach unheimlich cool vor. Das sieht nach wirklich extrem viel Spaß aus, wenn das dann auch noch funktioniert. Der Minimap ist auch schon cool gemacht eigentlich. Wie gesagt, ihr könnt sie dann halt, wenn ihr die Strecken natürlich kennt, auch ausmachen. So zwecks Realismus. Uiuiuiui.
Stehen wir hier auf dem Bordstein drauf. Es war aber auch relativ spät, ne? Junge Frau. Ja, jetzt müssen wir hier fast eine Minute warten. Wir waren jetzt ein bisschen zügig unterwegs, aber so ist es. So und nicht anders, ne? So, nächste Haltestelle wäre dann schon die Schockstraße. Wir haben insgesamt noch 4 Leute im Bus. Das ist ja der gebrauchte Bus, den wir gekauft haben. Also der kam frisch für uns aus Spanien. Anders kann man es wirklich nicht sagen. Deswegen ist hier alles in Spanisch. So, dann sollten wir, wie gesagt, gleich sehen, wie es denn zukünftig hier funktioniert mit dem Betriebsbus-Simulator. Wie gesagt, ihr habt gesehen, ich habe dafür sogar schon eine eigene Playlist angelegt und es wird auch nicht mehr OMSI heißen, sondern der Betriebsbus-Simulator. Aber es ist halt OMSI. So, damit sind sie raus und tschüss. Unsere Schicht wäre damit schon beendet. Wie beim ersten Mal schon fast. So, jetzt, ihr Lieben, ist es wichtig, dass ihr jetzt nicht auf Speichern drückt oder hier oben auf das X. Ihr müsst jetzt hier oben auf Menü drücken und Fahrt abschließen drücken. So, damit kommt jetzt nämlich das Fenster. Haltestellen, ja, pünktlich 10, pünktlich 100% haben wir erfüllt. 200 von 200 Punkten, Verkehrsunfälle 0, Strafe 0 und gefahrene Strecke sind wir 3 Kilometer. Verkaufte Tickets haben wir 1, Ticketeinnahmen haben wir 6,50 €. Da gab es auch Punkte, 156. Die Zufriedenheit liegt hier nur bei 69%, der Fahrstil 8,1. Ich habe keine Ahnung, was sie da von mir wollen, aber naja gut. So, drücken wir auf Weiter. Haben wir jetzt pünktlich 200 Verkehrsunfälle 0 und da gibt eine Bewertung von 514. Sehr gut, 88%. 514 Euro haben wir verdient. Steuern, Gewinn 411 Euro. Kontostand sind jetzt 710 Euro. Somit, ja, gehen wir zurück ins Büro, würde ich sagen. Und das war es eigentlich schon von der Folge heute. Also ihr seht, es funktioniert wirklich und in der nächsten Folge schauen wir uns... Ach komm, wisst ihr was? Wir machen das jetzt in der Folge. Wir gehen zurück ins Büro. Wir haben 3 Karrierepunkte erhalten, Vertretungsfahrt erfolgreich absolviert und somit sind wir jetzt schon hier. 710 Euro haben wir, 3 KP. So, haben wir ja gesehen. Guck mal, wir könnten jetzt Limit erhöhen um 2, Preis ist 3 KP. Karten, Erfahrungsbonus, brauchen wir aber 20 KP. Möglich, sobald du insgesamt 100 KP verdient wurden. Und wir haben jetzt aber irgendwie keinen Rang jetzt, oder? Einen Erfahrungspunkt erhalten, erreiche einen Fahrerskomfort, Bewertung von 5%. 13 Erfahrungspunkte erhalten. Erreiche einen Fahrscheinverkauf, Bewertung von 7%. Erreiche eine Bewertung für unfallfreies Fahren in Höhe von... Und nochmal, meine Güte, jetzt... So.
Wir sind aber immer noch Rang 1. Also wir können immer noch nicht hier zum Beispiel bei Nordrhein-TV-Player einsteigen. Schade. Das würde mich voll reizen, aber es geht nicht. Fade. Ihr Lieben, das wird auch schon gewesen sein von uns heute. Wir sehen uns, ja, wir werden uns natürlich noch ein paar Fahrten angucken. Definitiv würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich bedanke mich, sage tschüss und natürlich wie immer bis zum nächsten Mal.